Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Let's Play Tomb Raider. Beim letzten Mal haben wir hier aufgehört, wir haben einen Dude besiegt und haben einen Granatenwerfer bekommen. Und wenn wir das Gewehr ausgerüstet haben... dann sollen wir die Mitteltaste drücken. Ich muss mich gerade noch mal ganz kurz in die Steuerung. Ich habe die letzten Tage so viel Assassin's Creed gespielt. Okay. Die Katze zerstört im Hintergrund irgendwelche Sachen. Okay. Granatenwerfer. Ah, so rum. Sie hat Nikolai getötet. Ich bin gerade etwas konzentriert. Man verzeihe mir meine Verstummung. Meine Verstümmelung, wollte ich ganz sagen. Ah, so rum war's. Hey, cool. Haben eine Modifizierung für die Schrotflinte freigeschalten. Muss mich echt erst wieder in die Steuerung gewöhnen. Ich hab so ein bisschen die letzten Tage das gute alte hier Assassin's Creed 2 wieder ein bisschen rausgekramt und das mal wieder gespielt, weil ich so Bock drauf hatte. Und jetzt zu Sam stoßen. Ja gut. Das ließe sich erledigen.
Okay. Scheint sicher. Das ist besser. Wow, das ist gar nicht so geil. Au, hey. Das ist echt nicht cool. Offenes Gefecht oder was? Okay. Pistolenmunition wäre mal nice. Sie ist da unten. Er sucht freies Schussfeld zu kriegen. Die Outsiderin ist da unten. Nein, nicht sie um. Okay. Da oben ist niemand mehr, okay. Das bringt nichts. Come on.
Okay. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Lara, kletter rüber. Na los. Lauf, Sura. Ich komm nach. Und Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! Jetzt habe ich einen vollen Mund. Hab mir hier gerade eine Süßigkeit gegönnt. Dachte, die Sequenz geht noch ein bisschen. So. Darüber. Okay. Gedrückt. Ja, hier ich. Lass mich noch kurz rübergehen, bevor ihr sie zerstört, okay? Wuhu! Ah, ich hätte F drücken müssen. Ja, geil. Man geht. Fuck. Okay. Man geht mit dem Kopf über so mit. Hup. 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 Ja, das hat super funktioniert. Ist aber auch blöd mit den Stürmen, du.
Wuhu! Das ist gerade sehr actiongeladen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Das ist noch nicht rum. Okay. Zum Glück ist es Lara Croft, die überlebt sowas. Das sieht nicht besonders gut aus. Na komm, Lara. Was sind das, wenn die Wirbelsäule da so krumm liegt? Erstmal auf den Rücken liegen. Matthias. Wer wirft denn eine Axt? Wer macht denn sowas? Ich schaff das doch nicht ohne dich. Tut mir leid, Lara. Tut mir leid. Du schaffst das. Du bist eine Croft. Nein.
geht hier immer nur um Lara. Na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. Die sind alle voll normal angezogen und auch überhaupt nicht irgendwie zerzaust oder haben keine Schrammen, keine Kratzer, sind nicht dreckig oder so. Und Lara. Das sieht aus wie die Ausgeburt des Teufels. Das alte PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan schmieden, ihr okay? Versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo. Mal ordentlich hinsetzen hier. Nimm die hier. Zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Jonah! Reyes! Verdammt! Ich hätte mit ihm gehen sollen. So. Pumpgun. Waffe modifizieren. Schützengraben roten Flinte zu Pumpgun. Nice. Und zwei Fähigkeitspunkte zu verteilen. Alles noch gar nicht freigeschalten. Kaufen Sie 3 weitere Fähigkeiten, um Rang 3 aufzusteigen. Okay. Und dann kaufen wir halt hier noch was. Tierische Instinkte, hören Sie die Augen. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ich will meine Fähigkeitenpunkte dafür nicht rauswerfen, sozusagen. Verbessert ihre Kletterkünste, um sich schneller fortzubewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Das klingt gut. Drücken Sie nach einer harten Landung Umschalt, um den Schaden zu verringern. Außerdem wird die Klettergeschwindigkeit erhöht.
Das ist immer cool. Und den anderen... Können wir hier noch was machen? Ausweichkonter. Weichen Sie einem Gegner aus, stoßen Sie mit einem Pfeil ins Knie und versetzen Sie ihm dann den Todesstoß. Weichen Sie mit Umschalt aus und drücken Sie F, sobald der Ring das Tastensymbol erreicht. Ah, okay. Ja. Unsere Ausrüstung. Aktuelle Waffe, Pumpgun. Sollten wir die vielleicht mal ein bisschen auf... Na, ich will eigentlich eher... So. Und den Rest. Ja, da müssten wir dann weitere Teile finden. Das? Ergonomischer Griff. Schalldämpfer. Schalldämpfer wäre natürlich verdammt nice. Den kaufen wir als nächstes. Okay. Gut, dann sollten wir jetzt vermutlich die anderen finden oder es zumindest versuchen.